Ja, hallo, willkommen zu einem weiteren Video vom Retro-Spiel Planet Crafter und wir hopsen mal direkt rein hier und schauen mal, was so geht. Ich weiß noch nicht, was wir machen, aber wir werden schon irgendwas finden. Ja, dann ist die Serie, wo wir ungeschnitten daran arbeiten, unseren Planeten in einen bewohnbaren Planeten umzuwandeln. Das war mal so ein Wüstenplanet ohne Atmosphäre und hast du nicht gesehen. Bald können wir atmen. Wir sind da so ungefähr bei 60% oder so was O2-Gewinnung, ja schon fast 70%. Aber dafür müssen wir noch ein wenig hier Plants Production und hast du nicht gesehen steigern. Was wollte ich getutet haben heute? Ich habe keine Ahnung. Haben wir noch eine Treesaat vorbereitet? Ich glaube nicht. Okay, da sind die Rezepte drin. War ich noch ein neues? Nee, da ist nichts drin. Mal gucken, ne? Alles müssen wir alles haben. Infolia haben wir, Aleatus haben wir, Serena haben wir, Elegea hatten wir auch hergestellt. Die Urima, ja, Humelora, ja, Aemora. Die Aemora haben wir am meisten stehen. Und die Zoleus. Okay, vielleicht können wir nochmal eine Urima herstellen. Ich weiß gar nicht, was wir noch auf Vorrat haben. Aber dann lässt sich herausfinden. Dafür haben wir unsere Schränkchen hier. Da ist der Urema-Schrank. Drei Stück hätten wir noch. Also so langfristig gib mir die dreimal. Drei Stück. Gibt es hier was Neues, was wir bauen können? Ja, nee, auch noch nicht, wa? Und der Butterfly-Farm-Ding, das bringt uns auch nicht wirklich so weiter voran. Gut, das heißt, wir brauchen erstmal Muttergen. Muttergen brauchen wir nochmal. Eben hier, Recap hier. Bacterial Samples. Bacterial Samples ist relativ easy. Algen und Wasser. Alright. 1, 2. Ja, das wird passen, aber dann brauchen wir auch noch Fertilizer Packs für die Saat selber zu brutzeln, oder? Nee, Quatsch, brauchen wir gar nicht. Die Urema, Treebug und Mutagen. Ja, das ist da relativ easy hier. 1, 2, 3. Da fehlen uns, ja, da fehlen uns nicht so wirklich Wasser. Wir haben aber noch unsere Proviant-Dingsbums da. Okay, wir brauchen Bacterial Samples. 1, 2, 3, die haben wir. Dann brauchen wir Methan-Cartridges, 3 Stück und 3 Sulfure. 1, 2, 3. So, und Sulfur müssen wir wieder abholen. Genau, da war noch was. Bleibt nicht am Tisch hängen. So, hier rein. Sulfurschrank. 1, 2, 3. Sind wir mit dabei. Und lass mich direkt hier die Treebugs rausnehmen. So. Und hier nochmal. So. So, ich weiß nicht, wieso ich direkt im Dreierpack das hier raushole, weil dann geht eh nur ein so ein Saatding da rein und das dauert ewig, bis das zusammen gebrutzelt ist. Aber nichtsdestotrotz, machen wir schon mal fertig hier. Muttergen. Sweet, haben wir. Gut, dann kommen wir jetzt hier ran. Nochmal gegenchecken hier. Ja, Muttergen, Treebug, Urema. Sweet, da reingehauen. Research starten und Start Sequencing. Ja, und jetzt ein halbes Jahrhundert warten, bis ihr durch seid. In der Zeit hier, das geht mal alles da rein, so lange. Das haben wir dann direkt hier stehen und stehen soll. So, dann lass uns mal kurz nochmal Schlurf Luft machen am Wasser und ein bisschen Wasserpacks rausholen. Danke, das ist auch eine Alge nochmal. 1, 2, ach, gib mir alles, können wir direkt in den Schrank reinpacken. Wo wir gerade hier sind. Nehmen wir das auch noch mit. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit und das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Alles mitnehmen hier. Bis das Inventar voll ist. Schön wieder in den Schrank reinpacken. Wir hätten ja mal eben gucken können, ob unser Autocrafter nicht doch noch sich entschieden hat, noch mal ein wenig Bacterial Samples herzustellen. Ich bezweifle es. Aber gucken schadet ja nicht. Oder schaden guckt ja nicht. So. Oder heißt einer von euch Schaden und guckt die Videos hier an. Dann würde Schaden doch gucken. Alright. Und Inventar voll. Sweet. Nochmal ein Stückchen trinken. Letzten Zug an der Kippe. Das Ding ausgemacht.
Todesstängel hier. Was bist du? Du bist eine Common Larve. Alright, trotzdem jetzt mal hier eben fix einen Blick hier reinwerfen. Wollt ihr euch ein paar Raketen gebastelt haben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Du hast natürlich nichts fertig. Du bist eine komplette Enttäuschung auf ganzer Linie. Willkommen im Club. So, den Ups. So, hier ran. So, dann hast du wieder hier schön einen drinnen. Sei froh. Und hier füllen wir wieder Wasser auf. Gut. Wie weit bist du hier? Du bist bei die Hälfte hast du erreicht. Dann lass uns die Zeit nutzen und mal eben kurz husch, eben zur Sulfurschlucht. Oh, sieht das hier schön aus. Und ein wenig Sulfur aus dem Bohrraum holen. Ja. Dann müssen wir so die Vorräte ein wenig auffrischen können. Beziehungsweise die gesämtlichen Ressourcen aus dem Bohrer rausholen. Da dürfte auch noch jede Menge anderer Driss wieder drin sein. So, hier drüber gehopst und die Höhe nicht verlieren. Wunderbar. Der klappt ja heute. Also dich haben wir ja schon seit Ewigkeiten rumstehen. Du, Eissegment-Dings. Kann ich mal sehen hier? Start Melting at 100.000 Nux. Da sind wir schon lange drüber weg. Über die Nux. Keine Ahnung, wofür Edgar steht. Nanokilos? Keine Ahnung. Hier haben wir schon mal Zeugs weggeschmissen. Alright, weil wir nur, guck mal, wie wenig Sulfur wir nur da rausbekommen. Naja. Wenn wir das da schon mal weggeschmissen haben, dann können wir auch hier nochmal wegschmeißen. So. Allerdings, na, echt Bullshit, wir haben noch einen Schrank für extra Zeugs. Lass uns das dann da reinpacken. Bis der Inventar voll ist. Alles mitnehmen hier. Du bist wieder eine Common Larve, alright? Du auch. Okay. Hier darfst du nicht lange rumstehen. Anscheinend sind wir wohl am Verfaulen, denn überall, wo wir rumstehen, bilden sich Maden. Also das ist nicht so dolle. Nicht so dolle. So. Dann bringen wir das nach Tüss und dann sollte hoffentlich die Urema fertig sein. Können wir direkt die nächste in den Bottich reinhauen. Ob wir schon losziehen, Tree Spreader zu setzen, weiß ich nicht. Wir werden auf jeden Fall hier nochmal ein paar Sachen hier zusammenbrutzeln. So, Sulfur-Stränkchen, mit dir fangen wir an. Bitteschön. Halt, du bist ein Imposter. So, fangen wir mal wieder mit dem Iron hier an, den wegzulegen. Iron muss in jeder Folge dabei sein, sonst sind wir nicht glücklich. Da, Titan ist auch dabei. Magnesium ist voll, ne? Ja, dann haben wir noch Silikön. Und die Hachipus und die Pumuckels. Dürfen wir auch nicht vergessen. Zack. Du warst der Extra-Schrank, ne? Der Extra-Schrank ist auch schon ziemlich gefüllt, aber dafür haben wir noch einen anderen Extra-Schrank. Der da hier steht. Ja. Überall Magnesium. Sweet. Wo wir gerade dabei sind, ich könnte auch mal hier die letzten 2, 3, 8, dammit. Da ist auch Magnesium drin. So. Die da mal rausnehmen. Ich glaube, das passt nicht mehr in dem Extra-Schrank hier rein, oder? Muss man noch einsetzen. Müssen irgendwie Magnesium loswerden. Für irgendwas. I don't know. Mal durchsortieren hier. Gut. Jetzt sollten wir eigentlich genug Zeit rausgetrödelt haben. Oh, meine Nase ist irgendwie zu. Das macht das Sprechen schwieriger. Alright, du bist bei fertig. Wieso muss ich dann hier auf dem Ding drauf? Wunderbar. Hier haben wir also wieder eine Hummelora. Eine Hummelora. Sweet. Einmal, zweimal, dreimal für die nächste Hummelora. Direkt da rein. Nee. So. Zack. So ist richtig. Starte die nächste Hummelora. Sweet. So. Du würdest, du brauchtest die ganzen Fertilizer-Packs. Wollte schon sagen, irgendwann war noch mit Fertilizer. Und Bacterial Samples brauchst du dann auch wieder. Das ist in Ordnung. Mach mal weiter. Kein Problem. So, dann gehen wir jetzt hin und holen. Was holen wir denn noch ab? Wir könnten mal eine Runde Superloy abholen. Ja, machen wir das. Bis die Zeit da vergangen ist, dass die Hummelora da fertig ist. Derzeit mal eben fix nochmal einen Blick hier drauf. Du bist bei 75%. Das geht hier jetzt doch relativ fix jetzt dann doch. Ja, die letzten paar Raketen scheinen ein wenig geholfen zu haben. Dann bin ich mal gespannt. Dann brauchen wir endlich keinen O2-Kanister mehr mitschleppen.
Obwohl, ich denke mal, wir brauchen immer noch O2-Kanister, dann wahrscheinlich damit wir unseren Jetpack betreiben dürfen oder so. Irgendwann wird er wohl kommen. Ich glaube nicht, dass die Anzeige dann wegfällt, von wegen, dass wir O2 brauchen. Wäre ein wenig komisch. Aber rein theoretisch dürften wir dann keinen Sauerstoffmangel mehr haben, wenn wir normal rumlaufen würden. I don't know, bin mal gespannt. Die Phase kenne ich noch nicht, die gab es damals noch nicht, als ich hier so das Spiel ja mal zum ersten Mal gespielt habe. Von dem her, mal abwarten. So, du wächst schön hier in den Übergang rein, das gefällt mir, so war das geplant. Reicht das um. Ach, hier hätten wir auch einen Teleporter stehen. Wir haben hier tatsächlich einen Teleporter stehen, stimmt, da war ja was. Wow, hier ist aber viel Superleu drin. Ich bin fasziniert. Das richtig, hast du dir Mühe gegeben, hast du da. Ich nehme trotzdem den langen Weg zurück. So, das hast du davon, weil ich muss Zeit totschlagen. Bis das blöde Ding da fertig ist, da die Hummelore. Halt, stopp. Hier sind wieder Maden. Real-Made. Alles klar, dich nehme ich mit. Du dich nicht, du stinkst. So. Hast du davon. So. Dann setzen wir mal hier rum. Da waren wir schon ein paar Mal. Da geht's zur Sulfurschlucht hin. Ne? Da müssen wir gerade nicht hin. Wir müssen wieder nach Hause. Ja, komm. Hör auf, rum zu jetpacken. Geh in den Sprint über. Das ist wesentlich angenehmer als jeder blöden 0 auf 15 Standard Sanddüne hier hängen zu bleiben. So, fix darüber. Und einmal hier rüber. Muss ich vertrinken? Ja, komm. Wo wir gerade hier sind. Da sehe ich doch was im Wasser liegen. Was bist du? Du bist nur ein Silikön. Ein Silikön, wunderschön. Bom, 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 bom. Ja, ich glaube, was könnten danach kommen? Starten die danach schon mit der Animal-Phase? Aber ich glaube, die sind noch gar nicht implementiert, wa? Bin mal gespannt. Echt richtig gespannt. Ich habe ja schon gesagt, da müssten wir eigentlich so ungefähr bei der Donnerstagsfolge dann soweit sein, dass wir dann bei Atmosphäre sind. Atmbare Atmosphäre. Bist du eine Made? Nein, du bist nur ein hellgrüner Fleck auf dem Boden. Vielleicht auch schon eher. Du bist nicht zufällig eine Rare? Nee, du bist eine Common Larve. Alright, ich bringe dich erstmal weg. Die eine Rare, die wir haben. Ein bisschen länger hier, wenn wir in die Basis reinkommen. Deshalb habe ich von Anfang an geguckt, ob wir nicht allzu viel zu nah an der Basis dran haben, aber das hat nicht lange gehalten. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder an den Bonusschrank dran. Und wahrscheinlich noch einen neuen setzen. Wir haben genug Irons dabei, damit wir das können. So, du bist wieder voll. Und dann setzt man nochmal einen Bonusschrank. Zack. Alright. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. So, dann unsere wahnsinnige Ausbeute an Superleu hier reingepackt. Die drei Bällekiste da. So, können wir auch mal durchsortieren hier. Sweet. Dann haben wir noch einen Hachipu. So. Dann Silikön da rein. Oh, Silikön ist wunderschön, auch voll. Alright. Dann können wir dich auch in den Bonusschrank packen. Hier hast du noch ein bisschen Titanier. So. Und der letzte verbleibende Iron auch darüber. Sweet. Boing, boing, boing. Du hast auch voll, ne? Ja, du hast auch voll. Lass mich hier. Gut, ich mümmel mal eben das letzte Mümmelpäckchen hier weg, was wir da noch haben von den Weltraumrationen. Vielleicht hätte man dich ins Regal packen sollen, so als Nostalgie-Überbleibsel-Dingsbums. Hast du nicht gesehen? Eventuell kommen wir sogar schon in dieser Folge zu Phase. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, du bist durch. Sweet, so war der geplant. So, was machen wir denn dann jetzt? Was können wir denn noch abholen? Haben wir noch mal den unseren Außenposten? Ich glaube, wir haben noch was am Meteoritenkrater, wo der Meteorit fehlt. In den Schränken drinnen. Können wir mal abholen, wa? Über Teleporter machen wir das aber. Zumindest mal Cookie-Lookie machen. So, zu dem Wasserfall und von da aus dann darüber. Wenn zur Not nehme ich hier auch noch Zeugs raus und packe den da in den Bonusschrank rein. Ah, hier stand die Stadtmannschnecke. Seit wann? Achso, du bist gar kein Felsen. Du bist ein bisschen Baum reingewachsen. Na, nicht schlecht. Das hat irgendwas. Das passt. Das gibt gut in die Atmosphäre hier mit rein. Das weniger. Aber der Stamm, der hier so durchwächst, das sieht ganz passabel aus.
Mit der dummen Affe. Alright, dann müssen wir dann da oben hoch und ja mal gucken. Oben hoch, ja, da waren wir doch letztens erstmal noch Pre-Spreader setzen. Das sieht auch aus, als wenn er da ordentlich rum pre-spreadet. Wie er das soll. Joa, ein bisschen mehr Vielfalt in den verschiedenen Arten wäre schön gewesen, aber wir mussten ja den bestmöglichen prozentualen Ergebnis mussten wir ja erzielen und das heißt immer wieder dieselben Pflanzen, Bäumchen setzen. Naja. Wenn jemand hier für schön macht, dann kann man auch was anderes setzen, aber wir machen nicht für schön. Wir machen für effektiv. Wir machen ein bisschen für schön. Bei unserem Basisausbau, wo wir auch schon länger nicht mehr dran gearbeitet haben. Weil. Keine Ahnung, weil. Ja, dann gucken wir mal, ob du noch ein bisschen was in den Schränken drin hast. Ich meine, da wäre noch Zeugs gewesen. Allein deshalb schon, weil ja noch so viele Schränke stehen. Hier gucke mal, da ist noch eine massig Zeugs drinne. Und voll. Theoretisch könnten wir die Iridium Rods hier einlagern. Ja, und hier, gib mir den Kram. Dann könnte ich den Schrank schon mal wegrationalisieren. So, den haben wir schon eingespart. Nimm mal kurz die ganzen Packs hier. Und gib mir die Rods und den Driss, I guess. Und so, dann schon mal die Rods darüber. Auf jeden Fall mal wieder Iron wieder ordentlich mit dabei. Sweet. Ich glaube, euch beiden Schränke können wir jetzt als komplett fertig Verlust abrechnen. Wunderbar. Können wir euch da rumstehen lassen. Da passt weit. Oh, ist das dunkel hier. Dammit. Ich sehe hier gar nichts. Jeez, da wird von Folge zu Folge dunkler hier. In dem Krater. Auf der Map. Generell. So. Na gut. Ich meine, wir kriegen ja auch langsam so richtig Planetenbedingungen. Immer überlegt, das war ja mal alles nur staubiger Himmel und hast nicht gesehen, kein Wind, nix. Jetzt sieht das schon wenig anders aus. Ups, wollte schon sagen, da war doch ein Wasserfall. Wasserfall hat normalerweise Wasser, aber der runter rieselt. Wolltest du momentan so ebenso gar nicht angezeigt haben. Für so ein Kündchen. Okay, du bist ein Iron. So, aber wovon machen wir heute ein Thumbnail, ey? Jesus, das ist mal so eine Sache. Wo mache ich jetzt heute wieder ein Bildchen von? I don't know. Hier haben wir doch auch irgendwo unseren Außenposten. Also, das ist ein Problem. Ich suche jedes Mal den blöden Außenposten die Kapsel. Jetzt, wo hier so viele Bäumchen rumstehen, finde ich nichts mehr hier. Du bist die falsche Kapsel. Du bist, glaube ich, die richtige Kapsel mit dem Teleporter, ne? Ist er doch, oder? Sieht gut aus. Ja. Ich brauche Schlurfschlurf. Gibt es Schlurfschlurf? Da haben wir Schlurfschlurf. Mann, das war noch Zeit, als wir nur die Wasserkapseln benutzen konnten. So. Sweet. Können wir hier Loki-Loki machen? Was können wir denn hier noch rausklauen? Die Kommenlarve. Du kannst mal hier rüberkommen und dann schmeißt man dich jetzt ins Wasser. So, warte mal, komm mal. Unser Kommenlarvenschrank ist sowieso voll und mit dir machen wir auch nichts mehr. Glaube ich. Wir könnten ja höchstens ihn von hier erstellen. So. Und lassen wir dich hier droppen. So, nicht direkt vom Schrank droppen. Sweet. Und was nehmen wir mit? Dich kann ich erstmal direkt mümmeln. Dann nehmen wir nochmal Aludum mit. Und. Ja, komm, da haben wir sowieso schon so viele von. Dann machen wir hier noch, nehmen wir die Dinger auch noch mit. Sweet, sweet, sweet. Dann bist du jetzt auch schon auf dem Stand, dass wir dich komplett ignorieren können. So, zurück zum Hauptquartier. Dann dürfte unser Tree-Spreader Super Brutzler da mit seiner Arbeit auch mittlerweile durch sein. So, down we go. So, du da rein, du da rein, du da rein, du da rein. Und dann müssen wir hier die ganzen Pflanzen auslagern. Haben wir noch eine Schanga? Wir haben keine Schanga. Wir haben aber hier Pisteras haben wir dabei. Pistera-Schrank ist voll. Deshalb haben wir, ich glaube, wahrscheinlich noch nicht mitgenommen. Von euch haben wir auch keine dabei. Tuskras haben wir zwei Stück da noch. Wunderbar.
Details, die Plastera können wir dann also auch hier reinpacken. Wunderbar. Also was heißt wunderbar? Also das ist eigentlich relativ schlecht. Aber wir könnten ein paar von euch benutzen, um weitere Spree-Spreader zu setzen, falls noch nötig. Dann machen wir mit den ganzen Plastera-Saat-Dingern dabei. Die Überfluss-Saat-Dinger. Sonst noch was jetzt mal auslagern? Nee, hier den Pumuckl, der kann auch in den Schrank rein und den Treebug kann man auch in den Schrank führen. Da ist der Pumuckl-Schrank. So. So. Der Eron hat auch ein Zuhause. So. Und. Treebug. Dann ist der auch wieder voll. Naja, wenn wir wieder die Tree Spreader Tier 3 bauen, dann brauchen wir sowieso nochmal. So, und du bist durch. Und damit haben wir das dann auch dann erledigt. Wunderbar. Wir brauchen Fertilizer Packs Tier 3, weil du brauchst dafür die Tier 2. Jede Menge Algen brauchen wir dafür. Eins, also machen wir wieder 9 Algen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und nochmal 3 Sulfur. 1, 2, 3. Deshalb waren wir Sulfur holen, weil wir voll knapp da. Voll knapp. So. Das sollte mich erlauben, die Wannenfertilizer herzustellen. Wunderbar. Und die wandeln wir dann um in die grünen. Da brauchen wir nur zwei von. Aber wir haben für drei hergestellt. Nevermind, da brauchst du denn jetzt noch für Algen. Also drei Algen, drei Squash und sechs Methangas. Alright. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Das passt schon nicht. Da müssen wir schon an unseren Vorräten draußen dran. Und die Squash hat zu vergessen. Eins, zwei, drei. Warte mal, was machst denn du da? Waren da nicht auch sechs? I don't know. Schon wieder vergessen. Auf jeden Fall müssen wir noch draußen die Methankartuschen abholen. Ja. Dann kommen Sie mal hier bei, kommen Sie mal eben kurz. Ja, wunderbar, wunderschön voll. Ich könnte dich auch einmal jetzt hier abbauen. Warte mal, du gehst mir schon länger auf den Keks und dich dann umplatzieren. Du bist eine, also Ankrauenlarve, hat sich wieder auf Abbau gestellt. Du bist eine Rare. Inventory ist voll. Aber hier, ach nee, leider nicht. Wir haben genug Rares. So, dann gehen wir mal mit dir hier rüber und setzen die Gaskartuschen-Dingsabumster hier hin, wo wir sowieso ständig Zeugs am Holen sind. Wo ist er? Du bist da, oder? Gasextractor. So, dann setzen wir dich hier hin. So, fertig aus. Die Maus. So. Da haben wir alles zentral zusammen. Sowieso hier lege ich mittlerweile, wenn wir in die Basis kommen. Da macht das auch keinen großen Unterschied. So. Hier müssen wir jetzt ran. Und jetzt dürfen wir alles haben für ein. 2, 3 und dann ist voll. Alright, dann brauchen wir noch Zellulite und Superalloy und Treebark. Wir brauchen nochmal wieder Bacterial Samples. Dammit. Dammit. Was machst du da für einen Scheiß? Den darüber. Hier, das da rein, so. Und du da rein. Super. So, Bacterial Samples. Das waren jeweils drei Algen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Richtig? Ja. Und auch dementsprechend Wasser. 1, 2, 3. Ach, das ist schon wieder alles leer. Dann ist das schon wieder. Ach, ne. Wir haben einen Verschleiß an Bacterial Samples Dingern. Dann ist nicht mehr normal. So, hast du also auch. Dann braucht man noch zwei Zellulite, zwei Super. Nee, eins. Jeweils eins. Wir sind schon hier am Denken, dass wir hier zwei setzen. Wir setzen nur einen. Wir brauchen einen Superleu, einen Zellulite und einen Treebug. Ja.
Treebug, Treebug, Treebug. Da haben wir den Treebug drinne. Da haben wir den Superloy drinne. Und dann fehlt uns noch eine Zellulite. Nehmen wir direkt aus der Quelle. So. Damit haben wir alles, bis auf die Saat. Bis auf die Saat. Dich haben wir hier drinne. So. Dann auf zu unserem Teleportermobil. So. Und. Ja, wir gehen aber diesmal nicht zum Wasserfall. Wo gehen wir denn hin? Da haben wir doch noch andere Möglichkeiten. Wir haben noch Osmium und Superloy. Gehen wir zur Osmiumhöhle. Gehen wir zur Osmiumhöhle. Kommt lieber da ein. Denn, die Sulfurschlucht, die kann auch mal ein wenig Grün vertragen hier. So. Ich dachte schon wieder, da wäre eine Male. Hier ist eine Male. So, willkommen, Larve. So, Tree Spreader. Wo spreadest du denn hier? Warte mal. Komm, wir tarnen den Eingang. Du müsstest also so hier im Tarnmodus hier für den Eingang sein. Warte mal, wenn ich dich hier so hinter dem Steinchen platziere, hinter der großen Steinsäule, aus dem richtigen Winkel angerannt kommen, dann solltest du recht gut hier das alles verdecken. Oh, richtig schöner Regen jetzt hier. Raindrops falling on my head. Das zieht doch. Da können wir aber ein bisschen was draus basteln, denke ich mir mal, wenn das Bild einigermaßen was wird. Vielleicht ein wenig. So. Da können wir vielleicht da was draus basteln. Als Thumbnail. I don't know. Da auf jeden Fall nicht, nehme ich hier nochmal eben fix mit. Hier, du, wenn du hier schon mal rumstehst. So einsam und verlassen wie du bist. Du bist da ankommen. Du bist da kommen. Zeit hat hier mal ein paar Wildschmetterlinge rumschmettern. So richtig. Bis jetzt haben wir nur, wenn überhaupt, Larven gefunden. Gib mir, ach komm, gib her. Ich hab Inventar voll frei, da, voll frei habe ich dann. Da können wir mal ein bisschen, daraus plündern noch. Zweite Mal, dass wir heute eine Sulfurbohrer waren. Kannst du mal sehen. Guck's mal, hast du nicht gesehen, schon ist es passiert. So. Das Zeugs nochmal auslagern und dann haben wir für heute schon. Bin mal gespannt, wie hoch der prozentuale Anteil ist, wenn wir denn Zeugs ausgelagert haben. Okay. Oh. Den musst du fangen. Komm, der kommt genau auf dich zu. Ein bisschen weiter in die Richtung. Oh, voll erwischt. Voll erwischt. Voller Wisch. Das war Können, war das? Bitte nicht nochmal auf mich drauf datzen. Detzen, bupsen, kratzen. Osmium, wunderbar. Ey, das war aber Volltreffer, war das. Aber das habe ich aber sowas von getimt. Schade, dass man da habe ich aber jetzt noch keine Zeit gehabt, auch noch ein Bildchen von zu machen. Also, das war Talent. Also, das ist, also, wenn ihr bis hierhin geguckt habt und das jetzt mitgesehen habt, da kriege ich aber ein Like für, ja? Du bist noch mal. Ja. Voll aufgefangen, voll auf den Schädel drauf gepratzt. Hammerhart. Ja, so hammerhart war der Schädel. Also, das Zeug hier. Siehst du, müsste ich hier zack mal schnell so ein Päckchen mümmeln. Und das hinterher drücken, damit wir wieder gesund sind. So, du da rein. Oh, da ist nochmal direkt auf die Basis gefallen. Direkt drauf. Das ist, der Planet wehrt sich. Der will gar keine Atmosphäre haben. Der will uns nicht atmen lassen. Kann es ihm nicht verübeln. So viel, wie wir hier rumdoktern. So. Zack, zack. Osmium ist auch voll, wa? Nee, warte mal. Hat man nicht letztens Rods hergestellt? Wir haben Rods hergestellt. Deshalb ist da wieder Platz. Stimmt. Ja, seid nur ihr voll. So. Und wir haben noch ein Bacterial Sample in der Tasche. Halt, das ist die falsche Abteilung. Hier muss er rein. So, jetzt können wir in der nächsten Folge auffrischen. Dann lass uns mal gucken, wo wir jetzt stehen. Wird das dann doch eventuell die Dienstagsfolge? Das sind nur noch 10% Punkte. Gönnen wir uns das schon diese Folge? Naja, komm, die machen wir in der nächsten Folge voll. So, das heißt, man gibt hier sonst was zu sehen. Da gebe ich besonders viel Sinn. Boah, du bist ja so gut wie gar nicht gestiegen. Mal gucken, ob wir da nächste Folge einen Boost kriegen. Hier, die 25 Tonnen, die sind schon ordentlich.
Ja, ich denke mal, die Endemail-Phase werden wir wohl nicht erreichen. Das ist, glaube ich, noch nicht im Spiel drin. Gut, energietechnisch sind wir noch gut dabei. Was kostet denn hier? Was Tree Spreader Tier 3? Was ziehst du denn da weg? Ihr seid für alle fünf zusammen, wa? Was du wegziehst. Oder seid ihr einzeln? Seid ihr einzeln oder seid ihr gesamt? Ich denke mal, das ist gesamt, wa? Wenn ihr einzeln seid, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Energie nachfördern hier. Aber das sollte passen. Obwohl, wenn wir alle drei setzen, dann passt das nicht. Das heißt, wir müssen in der nächsten Folge nochmal so einen Nuklearreaktor bauen, weil Nuclear Fusion Generator können wir nicht bauen, weil uns fehlt Pulsarquarz. Naja, aber das ist was für nächste Folge. Da können wir uns damit befassen. Für diese Folge soll es dann erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war relativ unterhaltsam. Also besonders hier, ne, Bredax fängt den Meteoriten auf. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Was will ich denn hier im Schrank? Ich habe keine Ahnung, was ich hier will. Gut, wir loggen doch hier mal hier aus, in unserer schönen Operation-Ecke, direkt vor unserem Terminal hier. Wackel nicht so viel mit der Kamera rum, da wird mir der See krank. Gut. Das war's für die Samstagsfolge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall das aufnehmen. Und dann sehen wir uns in der Dienstagsfolge wieder. Bis dahin, haut da rein, gebt der Gas und habt das Spaß. Und auch wieder Winke, tschüss. Wir speichern gemeinsam und gehen gemeinsam raus.